So, heute ist es nicht mehr ganz so heiß, deswegen werde ich wieder mal ein Köpfchen draußen rauchen. Es ist gerade sehr angenehm von der Temperatur und ich werde mir den Spiced Herbs von Somo wieder mal bauen. Ihr seht, die Dose ist schon wieder fast leer. Also der wird sehr, sehr oft geraucht bei mir, da muss ich schon bald wieder Nachschub besorgen. Und ich werde mir das Ganze heute im Somo Featuring Alpaca Huasaya bauen. Und ja, dann lege ich gleich mal los. So, den Kopf habe ich wie immer gebaut, Rand hoch und ganz fein angedrückt. Jetzt werde ich wieder die Alufolie drüber spannen und dann sehen wir uns auch schon beim kurzen Fazit. So, also zu dem Tabak brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Ihr wisst es ja, das ist einer meiner Favoriten im Moment. Der Tabak schmeckt nach Kräuter und Karamell. Eine sehr, sehr spezielle Mischung, aber ich kann jedem nur empfehlen, probiert den mal aus. Ich finde den wirklich extrem lecker. Nächste Woche bin ich mir noch nicht so sicher, wie oft ich Deli Kopfa machen kann. Deswegen werde ich einen Sticker mit Fragen in die Story packen. Da könnt ihr einfach Fragen reinschreiben und dann werde ich die beantworten und als kleines Special hochladen, wenn ich mal keine Zeit habe, einen Kopfbau zu machen. Und ja, dann war es auch schon wieder für heute. Ich wünsche allen noch einen guten Rauch und wir sehen uns morgen wieder.